Herr Professor Zaug, die Gemeinden haben Mühe, Stellen zu besetzen. Was machen Sie falsch? Sie überlegen zuerst mal nicht sehr gut, überlegen, was macht eigentlich die Attraktivität der Stelle aus. Wir nennen das die Employee Value Proposition, also was bieten wir eigentlich an spannender Tätigkeit. Das ist das erste Thema. Und das zweite, sie kommunizieren zu wenig gut. Die Leute wissen gar nicht, dass es spannende Stellen in der Gemeinde gibt. Also man muss spannende Stellen hat, das weiß man, das kann man sagen. Es sind hochspannende Stellen, man hat viele Möglichkeiten, etwas zu machen. Wie müssen wir es denn kommunizieren, damit man es merkt? Ich glaube, die Vielfalt ist ein riesiger Erfolgsfaktor. Nicht nur in den klassischen Printmedien mit Interviews, sondern auch soziale Medien nutzen, Tag der offenen Türen machen, vielleicht mal in die Schule gehen, mit den Leuten Dialoge führen, mit den Jungen noch über die Tätigkeiten reden. Das sind die Massnahmen. Ich glaube, man kann dort fast nicht zu viel machen. Also man wüsste es eigentlich, dass man spannende Stellen hat. Die Kommunikation wird vernachlässigt. So, vielleicht noch die 3-4 Erfolgsfaktoren. Zuerst mal, wie ich gesagt habe, es muss wirklich klar sein, was ist besonders an dem, was wir anzubieten haben. Nachher, das auch wirklich gut kommunizieren auf breiter Basis mit innovativen Massnahmen. Und das Dritte ist, die richtigen Leute ansprechen. Es gibt Leute, die sind geeignet für das. Man sollte nicht die nehmen, die nur wollen, sondern auch die geeignet sind dafür. Vielen Dank.